Ingen. Ich stelle Ihnen kurz die Kämpfer vor in der blauen Ecke. Max Mania, 21 Jahre jung. Er hat 4 Kämpfe bestritten und sein Gym. Das ist der Fight Club Radolf Zell e.V. in der blauen Ecke, Max Mania. Unser Gegner in der roten Ecke, Orhan Ingen, 20 Jahre jung. Er hat ebenfalls 4 Kämpfe bestritten. Und sein Trainer Zahid Tahunic und sein Gym, Samsamul. In der roten Ecke, Orhan Ingen, auch dieser Kampf geht über 3 Runden a 2 Minuten. Und jetzt kommen wir zu einem Kampf, auf den ich mich persönlich sehr, sehr gefreut habe. Wenn Sie wissen, wie sehr Spaß ich an diesem Kommentieren habe. Auch Herr Ningen, ein explosiver Kämpfer. Vorletzter bei der Fight Night einen starken Kampf schon gemacht. Hat sich schon ein paar Mal bewiesen im K1 gegen den Max Mania vom Bodensee. Aus der Talentschmiede, die schon ein paar große Erfolge gefeiert hat vom Fight Club Radolf Zell. Auf 66 Kilo, 3x2 Minuten, K1 Regelwerk. Und das wird einfach ein Spektakel, meine Freunde. Und Ring frei hier, Orhan Schöner. Beide schenken sich direkt nichts, Orhan. Beide Lockkicks, doppelt, dreifacher Lockkick getroffen von Max Mania. Orhan steigt boxtechnisch ein. Orhan hier aus Ulm. Einfach Lokalmatador. Sucht hier die Lücke bei Max Mania. Stark hier. Orhan stand da vorne, sucht die Ringe, sucht die Zentrale, sucht die Ringmitte. Ein sehr explosiver, ein boxtechnisch sauberer Round. Er ist ja kurz gestolpert, der Max. Aber nichts weiter. Weiter geht's, Ring frei. Und schöner Lowkick. Oh, und die Rechte. Die Rechte, die hat er connected. Kam durch. Stefan. Oh, schön von Max Mania. 1-2 Low Kick. Orhan sucht die Mitte. Der Pushkick sitzt. Schöner Jab. Vorne. Sehr geduldig. Täuscht man immer wieder an. Switch Dances. Den Low Kick hat er jetzt nicht getroffen. Der ging ins Leere. Orhan sucht den Körper. Orhan sucht den Körper. Hat schon ein bisschen Luft rausgenommen aus den, Schlägen. Orhan steht nach vorne, macht den Druck. Macht Druck, Max Mania. Schöne Lowkicks. Muss man lassen. Und hier Orhan. Sauber. Orhan, sehr geduldig. Wartet auf die Lücke. Wartet, wenn er die Hand runternimmt. Auch nach vorne, nix. Und der Highkick, der saß. Max hat ihn gespürt. Wirkungstreffer. Immer wieder Orhan, kommt durch. Kommt immer wieder durch, boxtechnisch. Beide sehr. Sehr einfach, beide sehr fokussiert. Muss man sagen, ein sehr guter Kampf. Und wieder getroffen. Beide machen das sehr gut. Oh. Eine starke erste Runde. Eine brutale erste Runde. Beide, ich sehe, beide schenken sich nichts. Beide stürmen nach vorne. Orhan macht das gut. Boxtechnisch macht er das echt gut. Die kommen durch, die sitzen. Er wartet geduldig, wenn er eine Hand droppt, reagiert er direkt. Max hat gesehen, die Lowkicks sind schön, aber die muss er ein bisschen zeitlich einfach ein bisschen präziser setzen. Wenn er sie zeitlich besser ansetzt, würden sie auch, glaube ich, einfach effektiver sein. Aber beide machen das sehr stark. Sind wir gespannt auf die zweite Runde. Ringfrei, Runde 2. Beide Kämpfer bereit. Zahid, gib nochmal die letzten Anweisungen an seinen Schützling. Und jetzt geht's nochmal. Die Kubakalle ist on fire, Damen und Herren. Die Kubakalle ist on fire. Oh, das hat Orhan super gemacht. Setzt die Kombo und ist schön rausgegangen. Oh, Max macht Druck. Hat Orhan in den Seilen gehabt. Aber Orhan ein Stück weiter nach vorne. Unbeeindruckt. Da fliegen die Lowkicks. Er sieht einfach so einfach aus, aber das ist so ein Kick, ist schmerzhaft. Vor allem von so einem trainierten Kickboxer wie von den zwei. Sowas zu
Oh, schön. Versuchen die Box-Kombos immer schön mit Kick. Oh! Push-Kick zum Kopf. Push-Kick zum Kopf. Der Mundschutz rausgeflogen. Stark. Orhan bewahrt sich die Nüchternheit und geht zurück in den Kampf. Sehr stark. Beide fokussiert. Beide warten auf einen Fehler. Stark. Orhan macht es immer wieder schön mit den Push-Kicks. Unterbricht die Kombinationen. Unterbricht die Schläge von ihm. Wenn der Max ihn ansetzt, dann setzt er ihn an. Schön in die Kniekehle. Oh, er macht das super. Box versucht immer wieder rauszugehen. Setzt die Kombination, setzt den Kick und geht dann raus aus der Reichweite. Die rechte setzt er lang, super. Ja, immer wieder unterbricht er ihn mit den Push-Kicks. Immer wieder macht er das gut. Hat hier Heimvorteil, man hört es. Orhan hier, wow, in die Kniekehle. Jetzt hat er ihn in der Ringseil. Max ist aber auch. Max kämpft weiter, er macht das super, beide. Noch 10 Sekunden. 10 Sekunden, beide warten ein bisschen ab. Orhan schön mit den Push-Kicks. Hält die Distanz und das war die zweite Runde. Sehr stark. Ich hätte jetzt die zweite Runde knapp an den Orhan gegeben. Will mal unparteiisch bleiben. Macht das schön. 1-2 Kombination, Low Kick. Und dann geht er raus aus der Reichweite. Max hat starke Kicks. Hat Orhan in die Kniekehle getroffen. So, das sind die effektivsten Low Kicks. Die spürt man. Aber Orhan auch boxtechnisch kam öfter. Kommt einfach mehr durch. Da werden die Fans nochmal angeheizt. Beide hier. Max hat auch Verstärkung mitgebracht. Dann sieht man. Fans, Freunde, Familie. Alle hier, um ihn zu unterstützen. Genau wie den Orhan. Ach, sag mal, die dritte Runde. Nochmal 2 Minuten Gas. Nochmal 2 Minuten kämpfen. Los geht's. Diesmal kommt Max da vorne. Orhan. Max boxt von der Mitte. Der Low Kick war schön gemacht. Max wartet ab. Pushkick wieder. Orhan. Feintet mit dem linken Bein. Boxtechnisch. Machen die das beide sauber. Orhan sollte aus der Ecke raus. Sehr gut. Setzt starke Kicks an, das macht er gut. Er setzt sie an, mit vollem Gewicht, mit voller Wucht. Jetzt nochmal beide. Oh, Hampel kommt nochmal an. Beide werden nochmal angefeuert. Beide kommen nochmal ans Letzte. Knapp 1 Minute und 10 Sekunden noch. Beide suchen die Lücke. Beide versuchen nochmal den Gegner, versuchen nochmal Wirkungstreffer zu landen. Beide versuchen einfach jetzt nochmal Akzente zu setzen. Das sieht man auf der Punktkarte, sehr verehrte Damen und Herren. Clinchen, breaken. Das macht der Ringrichter gut. Jetzt nochmal. Endspurt, meine Damen, meine Freunde. Endspurt. Orhan kommt durch. Oh, den hat er gecheckt. Der ging ans Knie. Der ging ans Knie, er setzt aber nicht locker. Der rechte Lowkick hat viele Akzente gesetzt hier von ihm. Wuchtig macht er das, setzt er gut an. Und der Orhan nochmal mit einer Overhand. Clinchen, Break, nochmal in den letzten 10 Sekunden. Jetzt offiziell nochmal in den letzten 10 Sekunden, nochmal Gas. Beide nochmal das letzte raus. Clinchen. Max kommt und mit dem Push-Kick hat er ihn schön aufgehalten. Starker Kampf von beiden. Sehr Respekt
Respekt. Als Kämpfer muss man auch sagen, Respekt. Die dritte Runde hat Max nochmal Gas gegeben. Knappes Urteil. Sehr knappes Urteil, muss ich jetzt sagen. Ein sehr spannender Kampf, ein sehr guter Kampf. Jetzt warten wir jetzt auf das Urteil der die Punkteverteilung. Bin ich auch gespannt. Ein sehr guter Kampf. Brutal. Man sieht schon hier, kickboxtechnisch. So. Wow, oder? Auch das natürlich ein heißer Kampf. Vielen Dank an die beiden Kämpfer. Großer Applaus, bitteschön. Wir kommen zur Urteilsverkündung. Diesmal war es entsprechend ein knapperer Kampf. Und damit Sieger mit 2:1 Punktestimmen in der roten Ecke. Orhan Ingen Samsamol. Stark. Auch von Max ein super Kampf. Ein super Kampf auch von Max. Hat sein Bestes gegeben. Hat nicht seinen Kopf hängen zu lassen. Aber Orhan, stark. Habe ihn bei der Vorbereitungsphase. Hören Sie das? Das ist ein Kämpfer. Glückwunsch mal an Orhan. Hat dafür Max geschwitzt, hat dafür geblutet, hat dafür gekämpft. Also bitteschön, nochmal Applaus für beide Kämpfer. Haben allen Applaus verdient. Kämpfer. Jetzt die obligatorischen Fotos gibt.